Tada! Da drin befindet sich ein richtig guter Fisch. Ein richtig, richtig guter Fisch. Wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch, wohlwissend, dass die meisten von euch das wahrscheinlich jetzt nicht morgens angucken, erst recht nicht um 6 Uhr morgens. Aber ich bin eigentlich auch gar nicht so richtig dafür in der Verfassung, jetzt ein Video zu drehen. Allerdings sollte man genau dann Videos drehen. Ich drehe das jetzt aktuell mit dem Handy, weil ich keine Kamera dabei habe. Die ist woanders, die habe ich nicht bei mir. Ich bin nur mit dem aller nötigsten Tackle losgegangen, denn ich hatte auch keinen Bock mehr, eine Kamera anzufassen und zu sehen. Liegt daran, dass tatsächlich seit dem letzten Vlog auch bei mir jetzt hier über 2 Wochen vergangen sind. 2 Wochen, die sehr arbeitsintensiv waren, die sehr schön waren, die sehr ereignisreich waren und die sehr fischreich waren. Allerdings haben die Fische nur andere Leute gefangen. Denn ich war hinter der Kamera. Ich habe mit Christopher was gefilmt. Ich habe mit Markus Lächelt was gefilmt und seiner Family. Ich war in 2 verschiedene Projekte involviert. Das eine ist für Capzilla Plus und das andere ist ein großes Mammutprojekt, das ich aktuell mit Markus Lächelt mache. Das ich schon vor sehr, sehr langer Zeit angefangen habe und über das ich bis jetzt noch nie ein Wort verloren habe. Aber bald wird es auch mal an der Zeit sein, darüber zu sprechen. Allerdings werde ich jetzt hier noch nicht zu viel verraten. Das hat mit diesem wunderschönen See zu tun, in den ich mich schon vor sehr, sehr langer Zeit unsterblich verliebt habe. Und ich wollte hier immer was ganz Besonderes machen, was den meisten Projekten, die ich bis jetzt gemacht habe, nochmal irgendwie Krone aufsetzen sollte, beziehungsweise die übertrumpfen sollte. Das nächste große Ding und ja, gucken wir mal, was hier. Ich habe heute die erste Nacht geangelt, seit ich hier bin. Nee, stimmt nicht. Ich habe die erste Nacht richtig geangelt. Das letzte Mal angeln war mehr oder weniger, ehrlich gesagt, nur für einen Vlog. Ich kam super spät. Ich habe die Ruten mit 2 Plastik-Pop-Ups, die schon drauf waren, noch montiert, irgendwo hingefahren auf GPS-Punkte, weil das Echolot war auch nicht geladen. Das musste ich noch laden. Also ich habe die erste Nacht, die ich hier geangelt habe neulich, die kann man nicht als erste Nacht angeln zählen. Das war Hauptsache mal Ruten drin, und aber kein konsequentes und konzentriertes Angeln. Jetzt aber endlich schon. Und tada, da drin befindet sich ein richtig guter Fisch. Ein richtig, richtig guter Fisch. So, ich drehe mich jetzt mal um ein bisschen mehr Licht abzubekommen. Und ja, es ist ein Handyfilm und ich weiß nicht, ob der Ton geht. Ich hoffe es, dass es halbwegs funktioniert. Aber ich habe momentan auch echt nicht den Saft, um jetzt wieder großartig einen Vlog zu drehen. Ich wollte euch nur mal auf dem Laufenden halten, dass wir ein paar richtig coole Sachen im Kasten haben für Capzilla Plus mit Christopher. Der hat eine Wahnsinns-Vanlife-Serie gedreht für Capzilla Plus. Meine Frau hat Elternzeit genommen. Ich kann von unterwegs aus arbeiten. Die Kinder sind noch im Kindergarten. Jetzt ist die Chance, wir sind unterwegs. Und zwar mit dem Kollegen hier hinten, dem gebraucht gekauften Campervan, mit dem wir im Sommer schon unterwegs waren. Und den Anfang haben wir gemacht. Wir sind in Frankreich. Was für eine erste Nacht.
heute an meinem Geburtstag diesen unvorstellbaren Carpa Royal, wie die Spanier sagen, Spiegelkarpfen mit 27 Kilo gefangen. Unglaublicher Fisch. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin komplett fertig. Für die haben wir jetzt noch die O-Töne gedreht und die sind auch richtig schön geworden. Und mit Markus Lächelt bin ich gerade auch was richtig, richtig krass Geiles am Drehen. Ein bisschen können wir mal reingucken, aber allzu viel will ich noch nicht verraten. Test. Ich bin Silas Lächelt, 13 Jahre alt und ich habe keinen Beruf und Kein Beruf. Wie alt bin ich überhaupt? 47, ne? 48. 47. Jetzt die Diskussion schon wieder. Morgens irgendwie zwitschern. Ich fange gleich an zu heulen hier. Ja, und in die Kategorie fällt eben auch der hier. Und da ist noch einer, der ist im Sack. Und nein, ich hält da normalerweise nicht, aber ich hatte wirklich eben einen Doppelrun und ich habe keine Kamera dabei. Meine Frau ist in der Nähe, die Kamera ist bei meiner Frau und ich möchte mir den Luxus gönnen, meine Frau hierher zu bestellen, wenn sie denn jetzt ungefähr in ein, zwei Stunden ausgepennt hat, damit sie ein Foto von mir macht und diese Fische filmt. Denn es sind wirklich besondere Fische, aber das erzähle ich an einer anderen Stelle. Das erzähle ich an der Stelle, an der auch das Filmmaterial von Markus zur Geltung kommen wird. Reimt euch was zusammen, was ihr möchtet, aber wisst, ich zeige euch ein bisschen was von dem Fisch, aber nicht alles. Zweite im Bunde, ein absoluter Urfisch, ein richtiger Dinosaurier. Ich habe noch nie so einen Schuppi gefangen, mit so vielen kleinen Schuppen. Richtig, richtig geil, super dunkel. Wow, eine Blätter wie im Bilderbuch. Ich bin echt over the moon. Damit endet auch mein Ausflug hier nach Spanien, in die Extremadura. Wird nicht das letzte Mal sein, dass ich hier war. Ist bei weitem nicht das erste Mal, dass ich hier war. Ich gehe jetzt aber erstmal zurück nach Portugal, denn da habe ich noch eine Rechnung offen. Mittlerweile darf man wieder angeln und ich habe mir geschworen, ich will auf keinen Fall Portugal verlassen, ohne dort einen Fisch gefangen zu haben. Das habe ich mir schon lange vorgenommen und dieses Jahr will ich es endlich wahr machen. Was soll ich sagen? Ich bin noch total baff. Wenn ihr die ganze Story kennenlernt, dann werdet ihr auch verstehen, wieso ich so baff bin. Weil das ist echt eine richtig krasse Story, die hinter diesem Fisch steckt. Aber jetzt geht's dann wieder erstmal nach Portugal und jetzt schauen wir mal,
was Portugal so für mich bereithält. Allzu viel Zeit bleibt mir nicht. Ich soll bald nach Deutschland zurückgehen, aber vielleicht schaffe ich wenigstens noch ein, zwei Sessions und ein paar Fische fangen. Mittagsfisch, gar nicht damit gerechnet. Plötzlich läuft die Maschine hier raus. Guckt euch mal den tollen Fisch an, wie aus dem Ei gepellt. Hat mir einen richtig aufregenden Drill beschert. Ist um ein paar Steine rumgeschwommen. Das Angeln hier ist speziell. Aber solange die Sache gut ausgeht und mit so einem tollen Fang belohnt wird, mehr als willkommen. Die Umstände machen dann das Angeln umso besonderer. Richtig, richtig geil.